mache ein paar Eindrücke aus Tübingen. Heute bin ich beim Escape und ich habe einen der Türsteher der legendären Bestnicke bei mir. Was geht ab, Mann? Alles klar? Alles gut, alles gut. Und bei dir? Bei euch alles gut? Soweit, so gut. Wir sammeln ein paar Eindrücke von der Stadt und wir haben uns ein paar Fragen gestellt, als wir hier vorbeigelaufen sind. Okay. Meine erste Frage an dich. Wie viele Leute hast du bis jetzt zusammengeschlagen? Niemand. Hey Jungs, hey. Hallo, hallo, hallo. Meinst du, du hast der Schmerzmittelindustrie, der Pharmaindustrie geholfen dadurch? Also ich tue mal ein bisschen ausweichen jetzt. Ich sag mal so, das mit dem Zusammenschlagen, man sagt ja immer, die Türsteher haben so ein kleines Gehirn. Und jetzt versuchst du gerade zu bestätigen. Und ich sage, es geht gar nicht ums Zusammenschlagen. Ich bin Pazifist. Also... Make love, not war und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Was war deine Frage? Meinst du, du hast bis heute einen großen Beitrag für Ratiofarm geleistet? Also für das Land habe ich einen großen Beitrag geleistet. Und eigentlich fickst du mich gerade voll. Das ist nicht okay so, was du machst. Ich will was sagen. Ich habe Fachabitur, okay? Mein Gehirn ist nicht so klein. Wie lange machst du schon die Türsteherei? 20 Jahre. Was hast du zum Jubiläum gemacht? Die haben mich vergessen, also von daher, was soll ich sagen? Eigentlich muss ja jemand kommen und sagen, hey, die Dings to you oder so. Basic, was würdest du dir wünschen zu deinem 21. Jubiläum? Dass du mir einen Kuchen mitbringst, Bruder. Was für einen Kuchen willst du? Ein Käsekuchen. Aber nicht von Nestle, ich boykottiere Nestle. Darf man das sagen? Klar, du hast ruhig sagen. Darf ich das sagen? Ja. Na, morgen Nestle fickt mich. Die schickt mir einen Killer. 20 Jahre Erfahrung, das nächste Jahr bringen wir ihm einen Käsekuchen. Basic, willst du noch irgendwas sagen? Wisst ihr, warum die im Müsli immer Rosinen reinmachen und voll viele? Weil die sind schwer und die mag keiner und die machen das nur wegen dem Gewicht. Wenn die Rosinen weniger wären und die bleiben immer am Schluss und das letzte Teil vom Müsli hast du Milch nur mit Rosinen. Ich verstehe das nicht. Soll ich jedes Mal die Packung schütteln oder was? Also bitte mach das nicht mehr. Mach die Rosinen wenigstens so, dass die, ja okay, die sind klein und schwer, die fallen immer nach unten. Aber ihr macht das Ding voll. Ich bin doch nicht blöd. 500 Gramm, 350 Gramm Rosinen. Fickt euch, sag mal, ey. Macht anständige Müslis. Ein bisschen Rosinen ist okay. Das war... die roten Früchte. Das war beste 20 Jahre im Game. Scheiß auf Müsli mit Rosinen. Dankeschön. Deswegen Knuspermüsli mit Schokolade. Das war's von uns. Bis zur nächsten Folge. Yes, we did. Bestick, danke schön, dass du da warst. Alles klar. Massalam.